Wir wollen heute Morgen noch einmal von der relativen Ebene sprechen, auf der wir uns bewegen. Denn das ist diejenige, mit der wir am meisten zu tun haben. Und wir werden dann allmählich zu der Brücke übergehen, die uns auf die absolute Ebene führt und führen kann, die Meditation. Und dann die absolute Ebene uns einmal anschauen. Aber erst noch einmal hier heute die relative Ebene. Und wir müssen auch, wenn uns die Lehre des Buddhas interessiert und wir einmal die effektiven Worte lesen, die der Buddha gesagt hat und die dann niedergeschrieben wurden, einen Unterschied machen, ob er von der relativen Ebene aus gesprochen hat oder von der absoluten. Und wenn man nicht genau weiß, was die absolute Ebene ist, dann missversteht man die relative. Dann weiß man nicht, was er sagt. Zum Beispiel, wenn man zum Beispiel liest, dass es ja gar kein Ich gibt und dann mit diesem wunderbaren Satz ankommt, na, wenn es gar kein Ich gibt, zu was sitze ich denn dann hier und bemühe mich so? Ja, dann hat man die ganze Sache verfehlt. Dann weiß man überhaupt nicht, was los ist. Auf der absoluten Ebene gibt es kein Ich, das stimmt. Auf der relativen Ebene hat jeder eins. Kräftig, fordernd, immer bereit, sich zu zeigen und ständig in irgendeiner Unruhe. Das heißt also, wenn der Buddha davon spricht, dass man gewisse Dinge tun soll, dann ist er auf der relativen Ebene damit beschäftigt. Denn auf der absoluten Ebene ist nichts mehr zu tun. Da ist keiner mehr da, der was zu tun hat. Also, ich habe in den vielen Jahren meiner Lehrtätigkeit diesen Satz: Na, wenn es kein Ich gibt, so was sitze ich denn hier und bemühe mich so? Ja, ich möchte nicht übertreiben, aber hunderte von Malen gehört. In verschiedenen Variationen natürlich. Nicht immer in denselben Worten, aber mit denselben Bedeutung. Oder wenn es kein Ich gibt, wer macht denn liebende Güte? Wenn es kein Ich gibt, wer wacht denn früh morgens eigentlich auf? Wer läuft denn da rum und überlegt sich, dass er sich jetzt anziehen müsste? Und das Zeit wird zu meditieren, wer ist denn das? Eine Fantasiefigur, ja, das ist es. Aber das muss man erstmal fertig, erstmal leben, ne? Also, nicht die beiden Ebenen verwechseln. Die beiden Ebenen sind derartig weit auseinander, wie als wären es Gleise, die nie zusammenkommen. Sie gehen auf so verschiedenen Ebenen, dass sie nur dann eines Tages zusammenkommen, wenn man die relative Ebene, das Gleis der Relativen, verlassen hat und sich auf das andere Gleis begeben hat. Erst dann kommen sie zusammen. Die können niemals zusammen sein sonst. Auf dieser relativen Ebene hat der Buddha erklärt, und zwar als seine Erleuchtungserklärung, dass jegliche Existenz Dukkha ist. Leid, Kummer, Sorgen, Jammer, Schwierigkeiten, Schmerzen, nicht zufriedenstellend, unbefriedigt sein, alles heißt Dukkha. Alles das bedeutet Dukkha. Aber natürlich ist das auf der relativen Ebene, auf der wir uns befinden. Das ist die erste edle Wahrheit, die er von sich gegeben hat. Und dazu hat er eine zweite edle Wahrheit erklärt. Diese vier edlen Wahrheiten seines Erleuchtungserlebnisses sind die ganze Lehre im Telegrammstil. Aber da wir im Allgemeinen viel mehr Erklärung brauchen als Telegrammstil und dann auch noch nicht wissen, was zu machen ist, und dann selbst wenn wir es wissen, nicht machen, so genügt es nicht. Aber jedenfalls muss man es erstmal gehört haben. Die zweite edle Wahrheit ist, dass es nur ein Einzigen
Grund für Dukkha gibt. Und das sind unsere Begierden. Das sind unsere unerfüllbaren Wünsche. Das sind die ewige Unruhe, die sich in uns breit macht und die nur derjenige erkennt, der schon mal Ruhe erlebt hat. Alle anderen wissen es überhaupt nicht, dass sie ständig von Unruhe geplagt sind. Und diese Unruhe, die uns plagt, ist darauf zurückzuführen, dass wir nie ganz befriedigt sind. Wir suchen einen Ausweg aus Dukkha. Nun ist Dukkha etwas, was man ganz leicht erkennen kann, wenn man sich zum Beispiel ein Bein bricht. Aber das macht man ja nicht alle Tage. Oder wenn der Partner wegläuft, ganz deutlich alles. Oder wenn jemand stirbt. Oder man etwas unbedingt haben will und es nicht bekommt. Das kann man alles ganz deutlich erkennen. Alles Dukkha. Und das kennen wir auch alle. Das passiert bei jedem. Und wir haben dann so verschiedene Muster, wie wir damit umgehen. Das Allerbeliebteste, was immer wieder benutzt wird und total sinnlos ist, auch von denen benutzt wird, ich erwähnte es gestern schon einmal, die selbst besser wissen, ist, dass irgendjemand dran schuld ist. Die haben es nicht selber fabriziert, das Dukkha. Dass aber das Dukkha nur daran liegt, weil sie etwas wollen, was sie nicht bekommen haben, oder etwas bekommen haben, was sie nicht wollen, das ist vollkommen verschleiert. Dukkha hat nur einen einzigen Grund. Entweder ich kriege das, was ich nicht will, oder ich bekomme das nicht, was ich ja will. So einfach ist es. Da ist nirgendwo ein Sündenbock zu finden. Und wenn man es noch so geschickt anfasst und sich diesen Sündenbock hervorholt, dann ist es meistens der Sündenbock, der körperlich am nächsten ist. Die sind am einfachsten. Wundbein. Kennt man am deutlichsten. Machen sehr viele dumme Sachen. Muss schuld dran sein. Wer soll sonst dann schuld sein? Also jetzt hat der aber der nur gerade mal nichts gemacht. Und dann müssen es die sein, mit denen man früher zusammengelebt hat. Ganz beliebter Sündenbock, die Eltern. Wenn man jetzt selber Eltern ist, guckt man sich die Sache natürlich ein bisschen anders an. Ne? Dass man sich selber die eigenen Eltern ausgesucht hat, weiß man auch. Und dennoch, die haben so viel Fehler gemacht. Nur sie haben sie Fehler gemacht. Sie sind nämlich auch nicht erleuchtet. Und wenn sie erleuchtet gewesen wären, hätten sie keine Kinder gekriegt. Der Buddha hat auch einen Sohn gehabt, da war aber noch nicht erleuchtet. So einfach ist das, dass die Eltern alles falsch gemacht haben. Und der Partner. Oder die Partnerin natürlich. Da haben wir eigentlich schon die schlimmsten Sündenböcke einmal aufgezählt. Dann gibt es noch einen Chef, den man aber etwas leichter ändern kann. Mit den Eltern hat man gar keine Chance, die kann man nicht ändern. Die kann man nur ignorieren, was ja auch oft genug getan wird, was nach des Buddhas Lehre ganz besonders schlechtes Karma macht. Und mit dem Partner, naja, da hat man dann zu tun, den zu ändern. Ein Chef ist einfacher. Also das sind jetzt schon die schlimmsten Geschehnisse. Und die werden immer wieder herbeigezogen. Immer wieder. Wenn man damit nicht aufhört, also vollkommen das mal fallen lässt, aber total, kann man keinen spirituellen Weg beschreiten. Da kann man sich noch so lange einreden, wie spirituell man ist. Wenn man nicht aufhört, sich mit diesen Rechtfertigungen abzugeben, gibt es keine Spiritualität. Die Spiritualität ist unser Wesen. Wir sind spirituelle Wesen. Und was außen um uns herum vorgeht, sind die Knöpfe, die gedrückt werden, um uns zu bezeugen und zu zeigen, ob wir überhaupt schon mit unserer Spiritualität etwas näher gekommen sind oder ob wir immer noch genau dasselbe machen wie alle anderen. Weiter gar nichts.
Dukkha, alles was diese Sinnenböcke uns verabreichen, ist unser bester Lehrmeister. Nur das. Aber nicht um Gottes Willen, das jetzt falsch verstehen, das wird auch öfter, habe ich auch schon öfter zu hören bekommen. Naja, da muss ich dem eben was beibringen. Bloß nicht. Der Lehrmeister ist für uns, nicht dem anderen was beibringen. Der hat ja sein eigenes Dukkha, der hat ja seinen eigenen Lehrmeister. Der eigene Lehrmeister ist wahrscheinlich dann wir selber, der Partner, nicht? Aber das Dukkha ist unser Lehrmeister, nicht jemand anderem was beibringen. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir unsere Reaktionen kennenlernen. Und mit diesen Reaktionen uns selber kennenlernen. Und dann dadurch einmal verstehen, was uns eigentlich abhält davon, glücklich zu sein. Und da wäre es vielleicht ein nicht uninteressantes Thema, mich mal so ein Büchel vorzunehmen oder ein Stück Papier, um mal aufzuschreiben, wann, wie oft und wie lange man hundertprozentig glücklich war. Es kann ruhig nach Minuten gehen. Und was der Anlasser dazu war. Ruhig mal aufschreiben, zusammenaddieren. Im ganzen Leben, soweit man sich erinnern kann, man kann sich ja nicht alles erinnern. Es geht ja sehr vieles verloren. Es hat manches schon viel zu lange her. Aber was man sich eben so erinnern kann, mal aufschreiben. Und was war der Anlasser für dieses Glücklichsein? Und dann ist natürlich auch die nächste Erkenntnis, das, was ich suche im Leben, ist Glücklichsein. Vollkommen berechtigt. Aber dann ist die Frage, wie macht man das? Und da die meisten Menschen keine Ahnung haben, wie man das macht, und es sehr wenige Menschen gibt, die es einem erklären können, so versucht man auf irgendeine Art und Weise diesen Trieb, der uns die Unruhe verschafft, auf irgendeine Weise zu befriedigen. Und zwar, der Trieb ist natürlich dadurch da, dass wir nicht befriedigt sind. Denn sollten wir total befriedigt sein, dann wäre ja kein Trieb mehr da. Da könnten wir ganz ruhig sitzen, ohne jegliche Gedanken und Wünsche und Erfolgsereignisse und Resultate suchen und brauchten uns nicht immer wieder zu beruhigen, sondern wir würden vollkommen beruhigt sein. Aber da das nicht der Fall ist und da das nur derjenige merken kann, der zwischendurch auch mal diesen Trieb nicht hat. Alle anderen merken es gar nicht. Die wissen gar nicht, wie unruhig sie sind. Muss man mit diesem Trieb irgendwas anfangen? Denn es ist das Stärkste, was uns hin und her jagt. Jagt uns von einer Tätigkeit zur nächsten. Es jagt uns von einer Beschäftigung, von einer Situation, von einem Menschen zum nächsten. Und wenn dann gar nichts mehr möglich ist, dann müssen wir uns ein Buch vornehmen. Wenn wir schon nicht auf den Knopf drücken und den Fernseher einschalten. Irgendwas muss geschehen. Wieso? Weil der Geist ständig auf der Suche ist. Auf der Suche nach Befriedigung. Und das ist die unterschwellige und ständig vorhandene Begierde, die sich in uns breit macht, die also die Ursache für Dukkha ist. Diese ganz schlimmen Dukkhas, die ich zuerst erwähnte, sind ja ganz einfach zu erkennen. Die braucht man gar nicht zu erwähnen. Jeder weiß, wenn er Schmerzen hat, wenn er krank ist, wenn Dinge nicht funktionieren, das hat er Dukkha. Aber diese unterschwellige Unruhe, das ist das, was uns am meisten zu schaffen macht. Jetzt ist es so, diese unterschwellige Unruhe ist an sich ein bedeutsamer Schritt, um uns zur absoluten Wahrheit zu führen. Benutzen sie nur nicht. Was machen wir?
Wir gehen auf Reisen oder wir kaufen uns neue Bücher oder wir gehen einkaufen. Das ist auch eine beliebte Tätigkeit, um die Unruhe etwas zu beruhigen. Oder wir unterhalten uns, wir telefonieren oder wir versuchen irgendwie Erfolge zu haben mit irgendetwas, was wir machen. Irgendetwas muss geschehen. Dann gibt es natürlich noch viel schlimmere Sachen. Man greift zum Alkohol, um sich zu beruhigen. Oder zum Drogen, die einen beruhigen sollen. Was natürlich viel schlimmer ist, als wenn man nur zum Buch greift. Aber es liegt alles auf derselben Ebene. Man möchte endlich einmal diese innere Unruhe, die einen immer antreibt, diesen Trieb loswerden. Was einen da antreibt, ist so stark, dass es ständig auch mit Resultatdenken verbunden ist. Alles, was man macht, aus diesem Trieb hin, soll Resultat bringen. Das Resultat soll natürlich so sein, wie ich es gern hätte. Nämlich, nicht nur, dass ich damit Erfolg habe, auf irgendwelcher materiellen Ebene. Nein, ich soll geliebt werden, anerkannt werden, bewundert werden, unterstützt werden und so weiter. Bei manchen Menschen ist das derartig stark, dass sie anfangen zu weinen, wenn es nicht passiert. Erwachsene, nicht kleine Kinder ist klar. Das ist allerdings nicht ganz so häufig. Bei manchen ist es stark genug, dass sie effektiv drum betteln, um die Anerkennung. Und die meisten, die wollen es einfach haben. Die beiden Dinge, die ich erwähnt habe, sind Extreme, die auch häufig vorkommen. Aber das Häufigste ist, dass sie einfach es innerlich haben wollen. Was natürlich ganz großer Unsinn ist. Denn jeder will es ja haben. Also jetzt kommt man wohin, wo andere Menschen sind und jeder will das Gleiche. Wie soll das funktionieren? Jeder will von jedem das andere haben. Das kann doch nicht funktionieren. Und funktioniert ja auch nicht. Und daher funktioniert es ja auch in den 1-zu-1-Beziehungen nicht. Jeder will das Gleiche. Will bestätigt werden. Nun kann man natürlich, wenn man das eines Tages mal begriffen hat und auch sich damit beschäftigt hat, kann man auch schmeicheln. Der Buddha hat das Lügen genannt. Hat überhaupt keinen Sinn. Ist ganz falsch. Aber loben, wo Lob hingehört, ist Anerkennung schenken. Da muss man aber in dem Moment, wenn man das verstanden hat, aufhören, Anerkennung zu suchen. Und das ist den meisten Menschen unmöglich. Sie wollen ihre Unruhe dadurch loswerden, dass es eine gewisse Festigkeit gibt für ihre Persönlichkeit. Dabei wäre diese Unruhe ein ganz wunderbarer Trieb für was auf Pali Samvega heißt, Dringlichkeit. Wenn man diese innere Unruhe endlich mal spürt, und ich glaube, dass so bei der Meditation ganz deutlich zu spüren ist, man braucht sich ja nicht einfach einzureden, ach, ich muss ja denken, und das ist ja die innere Unruhe. Keiner muss denken und jeder denkt. Man muss ja nicht, man tut's. Das ist die Unruhe, die in uns herrscht, weil ohne Denken keinerlei Selbstbestätigung kommt. Überhaupt keine. Man kann das auch noch anders anpacken. Das machen auch manche. Und das ist schon ein Schritt weiter. Aber ist natürlich auch noch nicht in Ordnung. Und zwar sollte man in der Lage sein, sich gut zu konzentrieren. Und davon gibt es eine ganze Menge Menschen, die das können. Die können sich dann nachher, nachdem sie gut konzentriert waren, natürlich selber auf die Schulter klopfen und sagen, na, ich kann aber gut meditieren. Dann haben sie wenigstens nachher die Bestätigung. Und das Resultatdenken hat auch einen Sinn gehabt. Ich habe mal Resultat bekommen. Das ist eine andere Kategorie. Die erste Kategorie ist häufiger. Die einfach denken, weil nur der Gedanke uns bestätigt, dass wir da sind. Aber in Wirklichkeit ist diese innere Unruhe
der Auftakt oder kann der Auftakt dazu sein, dass wir unser Dukkha erkennen. Und erst wenn wir unser Dukkha auf dieser Ebene, auf dieser subtilen Ebene erkannt haben und nicht auf der, wo alles schief läuft und man mit anderen Menschen Schwierigkeiten hat oder mit Körper, sondern auf dieser subtilen Ebene erkannt haben, erst dann kommt der Moment, wo die Dringlichkeit der Praxis dann klar wird. Und erst dann sind wir bereit, uns von dieser relativen Ebene nicht mehr als absolute Wahrheit einlullen zu lassen, sondern sie nichts als nichts anderes erkennen als Lernsituation und sie dazu benutzen. Und erst dann, wenn wir das gesehen haben, dass Dukkha in uns herrscht, immer, die ganze Zeit, weil die totale Befriedigung, der totale Frieden, der totale Glückszustand in einem selbst nicht vorhanden ist, erst dann werden wir richtig praktizieren. Alles andere, was wir machen, ist, so wie ich gestern erklärt habe, dazu gedacht, die relative Ebene etwas angenehmer zu machen. Und da wir ja schon auf der materiellen Basis alles versucht haben, sie etwas angenehmer zu machen, versuchen wir es jetzt auf dieser Ebene mit Meditation etwas angenehmer zu machen. Aber darum geht's beim Buddha nicht. Er hat gesagt, ich lehre nur eins, und das ist Dukkha und wie es loszuwerden ist. Aber nicht momentan, sondern permanent. Und dieses Loswerden des Dukkas bedeutet nicht, dass es kein Dukkha mehr gibt. Es bedeutet nur, dass es ein nicht mehr tangiert. Dass es wohl gibt, aber der Geist nicht unglücklich wird dadurch. Nicht mehr emotional reagiert. Das ist der Weg, den der Buddha gezeigt hat. Aber dazu gehört natürlich das Erkennen der Dringlichkeit der Praxis. Und die Praxis bedeutet nicht alleine auf so einem Kissen und einem kleinen Bänkchen sitzen. Das ist ein Mittel zum Zweck. Ein absolut notwendiges Mittel, und wir werden morgen darüber noch sprechen, wie sehr wichtig dieses Mittel ist und was dieses Mittel eigentlich für uns bedeutet. Es ist aber nur die Brücke. Es ist nicht das Ziel. Die Praxis ist etwas anderes. Die Praxis ist von morgens bis abends. In und außerhalb der Meditation. In der Meditation versuchen wir uns, den Geist zu sammeln, zu konzentrieren. Aber außerhalb der Meditation müssen wir achtsam auf uns selber aufpassen. Denn kein anderer wird achtsam auf uns aufpassen. Die Zeiten sind vorbei. Das war, wie wir Kleinkinder waren. Jetzt müssen wir selber achtsam auf uns aufpassen. Und das müssen wir von morgens bis abends machen. Und wenn jemand das vielleicht zum ersten Mal hört oder zum zweiten oder dritten Mal, dann denkt er, ach, das ist aber mühsam. Das Gegenteil ist viel mühsamer, nicht auf sich aufzupassen. Denn da passiert dann ein Malheur nach dem anderen. Da passieren einem lauter emotionale Unfälle. Und diese Unfälle kennt wohl jeder. Und da man nicht aufgepasst hat, weiß man gar nicht, in wen man reingefahren ist. Man weiß überhaupt nicht, wieso da ein Unfall passiert ist. Genau wie auf der Autobahn. Ach, ich habe den ja gar nicht gesehen. Jetzt sitzt er in mir drin. Oder ich in ihm. Ein emotionaler Unfall nach dem anderen. Viel mühsamer, als auf sich selbst aufzupassen. Die Mühsamkeit der Achtsamkeit ist nur am Anfang. Die wird recht schnell zur Gewohnheit. Wenn sie zur Gewohnheit geworden ist, dann haben wir den Anfang gemacht der Praxis. Die Praxis des Meditierens, wie ich schon sagte, ist das Hilfsmittel. Die ständige Achtsamkeit ist die ständige Praxis. Und wenn wir uns dann
so weit erkennen, dass wir die innere Unruhe auch feststellen können, den Trieb, der in uns herrscht, dorthin, hierhin, das machen, jenes machen, was Neues kennenlernen, jemand Neues kennenlernen, irgendwelche neuen Dinge versuchen. Wenn wir das mal in uns erkennen, dann wird uns klar, das Neue, was es auf dieser Welt gibt, sieht nicht anders aus als das Alte, als was wir schon kennen. Es hat vielleicht einen anderen Namen. Heißt vielleicht statt Peter Paul oder sowas. Oder statt Johanna heißt es Sieglinde. Aber sonst ist es alles dasselbe. Das ist alles schon mal da gewesen. Rabbi Hillel, einer der berühmtesten jüdischen Rabbis zur Zeit der Zerstörung des Tempels im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, hat gesagt, es ist alles schon einmal da gewesen. Alles. Wir haben alles schon gemacht. Nicht nur jemand anders, wir selber haben es schon gemacht. Wenn wir also mit dieser Unruhe uns immer wieder auf was Neues verlegen, was auf der weltlichen Ebene zu finden ist, kommt nichts dabei raus, was alles das Alte ist. Wenn wir uns also mit dieser Unruhe aber auf das verlegen, was beim Buddha zu finden ist, dann können wir seinen Worten effektiv einmal folgen, dass er gelehrt hat, wie man Dukkha wirklich los wird. Und nicht, dass der Körper nie mehr krank wird. Und nicht, dass es keine Armut mehr auf der Welt gibt. Und nicht, dass keine Kriege ausbrechen. Sowas hat er nie gesagt und nie versprochen. Alle Menschen sind dem ausgesetzt. Aber dass der innere Mensch, unser Innenleben, mit dem wir die ganze Zeit zu tun haben, das einzige Leben, mit dem wir wirklich zu tun haben, das sieht dann ganz anders aus. Das hört eine andere Melodie, das sieht ein anderes Bild. Das heißt also, wenn wir uns an die Arbeit machen und hier etwas suchen und da etwas suchen und da was Neues und da was Neues, dann mal was ganz Neues. Uns die Worte des Buddhas, die ja schriftlich zu finden sind und die ja hier auch dann durch die Kassetten möglich sind, sich zu merken oder jedenfalls zu wiederholen, zu Herzen nehmen. Denn nur da kann es passieren, in unserem Herzen. Solange es in unserem Geist rumschwirrt, ist ja sehr nett, wunderbar. Aber was passiert denn da schon? Unser Geist schwirrt doch die ganze Zeit. Den kennen wir doch schon. Manchmal könnte einem so ein Geist vorkommen wie eine Wespe. Und das Geräusch, was die Wespen machen, könnte noch auch noch stimmen. So unangenehm ist das. So eine Wespe, der weicht man aus. Man will nicht gestochen werden. Wie weicht man in seinem Geist aus? Der sticht einen doch andauernd. Stattdessen mal sich die Worte zu Herzen nehmen. Was ist wirklich zu tun? Was sollte ich wirklich mit meinem Leben machen? Sollte ich mal nur nebenbei so ein bisschen meditieren? Oder nebenbei ein bisschen achtsam sein? Oder nebenbei mal versuchen, nicht andere Leute zu beschuldigen? Oder nebenbei mal sehen, ob ich vielleicht doch meine Emotionen ändern könnte? Oder sollte ich das mal hauptsächlich tun? Das ist keine Zeitfrage. Zeit ist unendlich. Als Hauptsache das zu tun, was ich eben erwähnt habe, nimmt überhaupt nicht mehr Zeit in Anspruch, als auf der relativen Ebene nach Abwechslung zu suchen. Im Gegenteil, es geht viel schneller. Weil die meisten Abwechslungen kennen wir schon. Die Zeit, mit der wir immer zu tun haben, haben wir uns selber hergerichtet, mit kleinen Uhren, was auch sehr günstig ist, damit man weiß, wann man sich treffen soll. Aber dazu ist es auch das Einzige, wozu es was wert ist. Ansonsten ist Zeit ein Gefühl. Zum Beispiel, wenn wir total unkonzentriert hier sitzen und der Geist wie eine Wespe herumschwirrt, dann gibt's alle
2 bis 3 Minuten oder noch schneller den Gedanken, na wann geht denn nur endlich das, die Klingel? Die hat bestimmt vergessen. Das muss doch schon längst vorbei sein. Also das dauert ja ewig. Ein anderer, der sich nun mal geschafft hat, diese Wespe rauszuwerfen und vielleicht einige Zeit konzentriert ist, der wundert sich, dass die Klingel schon geht. Und zwar genau dieselbe Zeitspanne. Total persönlich Zeit. Also sich einzureden, dass man ja keine Zeit zum Praktizieren hat, ist Dummheit. Der Buddha hat gesagt, das macht nur einen Narr. Das war eines seiner beliebtesten Worte. Narren. Machen nur Narren, die sich einreihen, die haben keine Zeit zum Praktizieren. Man praktiziert nämlich, während man alles andere macht. Dabei praktiziert man nämlich. Toiletten säubern, Mittagessen kochen, einen Garten in Ordnung halten, Wäsche waschen, im Büro sitzen. Alles dient zur Praxis. Alles. Wenn wir unser Innenleben dabei beachten und läutern. Und was ist daran zu läutern? Alles, was egozentrisch ist, loslassen. Das ist ein Riesenwort, gelassen ausgesprochen. Aber wie soll man sonst ausdrücken? Stück nach Stück. Alles, was egozentrisch ist. Das ist unser schlimmste Unglück. Diese Egozentrik, mit der wir uns selbst bestätigt haben wollen. Das ist das Unglück, an dem wir leiden. Und es funktioniert ja auch nicht. Es bringt ja immer mehr Unruhe. Denn sind wir einmal bestätigt, wollen wir ja wieder bestätigt werden. Das bleibt ja nicht bei einem Mal. Das muss ja ständig sein. Und wenn wir das erkennen in uns, und nur ein Mensch, der tagtäglich mal zur Ruhe kommt, durch Meditation und Kontemplation in sich hineinschaut und diese Egozentrik da drin erkennt und weiß, dass es für ihn eigentlich nur einen Menschen auf der Welt gibt, ganz abgesehen von denen, die bei ihm zu Hause noch wohnen. Einen einzigen, der wirklich wichtig ist, und das ist er oder sie selber. Wenn der das mal endlich merkt, dann hat man einen großen Schritt getan. Wir haben im Buddha-Haus eine Ansichtskarte. Da ist so ein Teil der Milchstraße abgebildet. Eine einzige Galaxy. Und da ist der Planet Erde abgebildet. Ist kaum zu erkennen, so winzig. Und auf dieser winzigen, noch nicht mal Stecknadelgröße, befinden sich Milliarden von Menschen. Und in diesem Galaxy da, in diesem Universum, befinden sich Milliarden in einer Galaxie von Sternen und Planeten. Weil nur in einer es gibt. Milliarden von Galaxies. Und dieser eine einzige Mensch, der ich heißt, der ist wichtig. Kann das stimmen? Und der ist vollkommen anders wie alle anderen. Weiß mehr, weiß alles besser. Kann besser oder umgekehrt, kann gar nichts und kann alles schlechter. Ist beides ein Ego-Trip. Ist ganz egal, ob man es so macht oder so rum, ist egal. Kann doch nicht stimmen, ne? Da stimmt doch irgendwas nicht. Und dass es nicht stimmt, merkt man daran, dass man nicht glücklich ist. Nicht bedingungslos glücklich und friedlich, sondern immer noch irgendwas braucht. Und das ist die erste und zweite edle Wahrheit, ich brauche irgendwas. Und dieses Brauchen ist der Trieb, ist die Begierde. Und dieses haben wollen, ist das, was uns so unruhig macht. Und das ist wichtig, dass wir da einmal hineinschauen in uns. Und wenn wir diese Egozentrik in uns erkennen können, dann haben wir aber wirklich viel geleistet. Denn in dem Moment, wo wir sie erkennen, wird es uns ganz sicher möglich sein, sie ab und zu, nicht andauernd, aber ab und zu mal loszulassen und an jemand anders zu denken. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil wir irgendwelche Kinder zu Hause haben, die gefüttert werden müssen. Das ist Muss. Nein, weil wir wissen, dass alles eins ist und dass da keiner ist,
der wichtiger ist als der andere und der was darzustellen hat. Natürlich können wir das nicht ohne Pause und sofort. Das muss gelernt sein. Das ist Praxis. Das zu lernen. Praktizieren bedeutet lernen. Was wir in unseren Schulen und der Hochschulen und Universitäten lernen, das sind alles Informationen. Wissen, mit dem man Geld verdienen kann. Muss man auch. Aber es ist nicht ein Lernen, was uns vom Dukkha wegbringt. Das hat der Buddha uns gezeigt. An sich hat jeder spirituelle Lehrer, den es je gab, von dem es überhaupt wert ist zu sprechen, nur den einen Wunsch gehabt, den Menschen, mit denen er zusammengekommen ist, zu zeigen, wie man glücklich sein kann. Auch des Buddhas Wunsch war dieser eine. Selbstverständlich wurden da verschiedene Worte und verschiedene Wege benutzt. Das ist klar. Kommt sehr auf die Kultur an, in der man sich befindet. Kommt sehr auf die soziologischen Umstände an, in denen man sich befindet. Aber das ist das Prinzip. Wieso kümmern wir uns alle nicht um dieses Prinzip, sondern versuchen, unser Glück auf einer Ebene zu finden, auf der es nicht vorhanden ist. Es ist so närrisch, wie es nur sein könnte. Es ist wie das japanische Lied, was ich gestern vorgelesen habe, von sich gibt. Wir suchen etwas, was es nicht gibt. Wenn wir mal loslassen sollten von den Dingen, die wir suchen, hätten wir etwas Freiraum. Und das ist richtig, ganz wichtig. Weil solange wir diese Dinge, die wir suchen, voll und ganz in uns verankern möchten, ist ja kein Freiraum in unserem Herzen, was Neues zu machen. Da kein Platz, ist ja alles voll. Und der Buddha hat gesagt, es gibt nur wenig Menschen mit wenig Staub auf den Augen. Und er hat uns auch mit vier Arten von Tongefäßen verglichen. Alles nichts äußerst schmeichelhaft. Er hatte auch gar nicht die Absicht, uns zu schmeicheln. Er wollte uns die Wahrheit sagen. Ein Tongefäß hat unten große Löcher, da gießt man das Dammer oben rein und unten läuft's raus. Das heißt also, man hört, sagt noch wunderbar, großartig. Oder man liest's, also ich bin absolut berührt. Aus, fertig. Buch kommt zurück in die Bibliothek. Oder das zweite Tongefäß, das hat Risse. Gießt man das Wasser rein und dann sickert es raus. Also man behält es sich ungefähr 2 Wochen noch. Und dann sickert es raus. Und dann erinnert man sich nach einem Jahr, ich müsste mal wieder zum Kurs kommen. Das habe ich nicht gesagt, das habe ich gesagt. Und die dritte Art, das ist die schlimmste. Mit der ist überhaupt nichts anzufangen. Dritte Art Tongefäß ist bis oben voll mit Wasser. Da kann man kein frisches reingießen. Ich weiß das alles schon. Und gern geglaubt. Aber kann ich es alles schon? Oder weiß ich es nur? Wenn ich es kann, alles schon kann, bin ich erleuchtet. Wenn ich es nur weiß, das alte abgestandene Wasser raus und neues rein. Und dann gibt's natürlich noch ein viertes Tongefäß. Das hat weder Löcher noch Risse noch als Wasser drin. Da kann man neues Wasser reingießen. Das ist die ideale Art. Also er hat uns schon die Möglichkeit gegeben, auch auf diese ideale Art zu sein. Er hat nicht gesagt, das sind alle so wie die anderen drei. Wir können uns aussuchen. Es gibt Menschen, die wirklich glauben, sie wissen alles schon. Weil sie sehr viel gelesen haben und sehr viel nachgedacht haben, was ja auch nicht falsch ist. Aber was ist dabei rausgekommen? Ein genauso unruhiger Mensch wie jeder andere oder ein Erleuchteter? Das ist die einzige Frage, die von Wichtigkeit ist. Alle anderen Fragen sind ganz nebensächlich, ganz unwichtig. In unserer Gesellschaft wird sehr viel gelesen. Das ist auch nicht falsch. Man kann dadurch auch Wissen sich aneignen, aber nicht Weisheit. Wissen und Weisheit sind 2 vollkommen verschiedene Dinge. Und hier geht es nur um Weisheit.
Es geht um die Weisheit, die Dringlichkeit zu erkennen. Das um diese Unruhe, die innere Unruhe, einmal zu benutzen als Antrieb für den spirituellen Pfad und nicht als Antrieb, um sich Abwechslung zu verschaffen oder Selbstbehauptung oder zu zeigen, was man alles weiß. Wissen und Weisheit sind weit auseinander, obwohl es uns hilft, des Buddhas Anweisungen zu wissen, helfen sie uns überhaupt nichts, wenn wir sie nicht befolgen können. Und da muss man allerdings sagen, dass der Buddha gesagt hat, jeder kann's. Da gibt es niemanden, der das nicht kann. Es ist nur eine Frage des Wollens. Und da kommt natürlich dann die Schwierigkeit, kann ich mich überhaupt erinnern dran, was er gesagt hat? Das ist das Erste. Nachdem ich mich erinnert habe, was mache ich damit? Bemühe ich mich drum? Bemühe ich mich um die Läuterung? Habe ich Platz in meinem Herzen? Lasse ich die Suche nach dem Alten mal sein und suche was Neues? Und wenn ich Platz habe in meinem Herzen, was suche ich denn? Suche ich den wirklichen Pfad zum Ende alles Dukkha? Wenn ich den wirklichen Pfad zum Ende alles Dukkha suche, dann muss, und das möchte ich noch einmal betonen, man sich nicht einreden, dass die Welt ohne Dukkha ist. Man muss nur wissen, dass die Verständnis der absoluten Wahrheit Dukkha nicht mehr zum Leid macht. Und dieses Verständnis muss gelebt sein. Nur der es lebt, der weiß es. Der hat die Weisheit, es zu leben. Alle anderen haben es vielleicht gehört und gelesen. Wir haben die Möglichkeit, durch des Buddhas Lehre Glück und Frieden im Herzen zu haben. Ganz abgesehen davon, wer wir sind, wo wir sind, wie wir sind. Aber wir müssen, um dazu zu kommen, unser egozentrisches Denken Stück für Stück vermindern, immer wieder vermindern, immer wieder sehen, nicht ich, sondern alle. Nur dann geht's. Und es geht. Der Buddha hat es versprochen, Tausende haben sind dem Weg gefolgt und haben es gekonnt. Es besteht kein Grund, warum wir es nicht können sollten. Wir haben die besten Voraussetzungen. Es geht uns en masse so gut, wie es selten einer Gesellschaft gegangen ist, wenn überhaupt. Natürlich denkt auch keiner dran, wie gut es uns geht. Jeder schimpft nur, wenn er entweder nicht genug Luft ist oder zu sonnig oder zu schattig oder zu kalt oder zu warm. So gut wie es uns geht, ist es selten einer Gesellschaft gegangen. Dankbarkeit dafür ist ein wichtiger Punkt der Herzensöffnung. Tiefe Dankbarkeit für diese große Möglichkeit, die wir haben, uns vollkommen von Dukkha zu entfernen. Das heißt, es nicht mehr als Leid zu spüren. Bei den vier edlen Wahrheiten ist die dritte edle Wahrheit, ich habe die ersten beiden erwähnt, die dritte edle Wahrheit ist das Ende alles Dukkas, genannt Nibbana. Und die vierte edle Wahrheit ist der Weg dorthin, der Praxisweg, der edle achtfache Pfad. Und dieser edle achtfache Pfad ist auf beiden Ebenen zu betrachten. Auf der relativen, wo wir damit arbeiten, auf der absoluten, wo wir ihn verstanden und in uns verinnerlicht haben. Wir können darüber vielleicht noch ein andermal sprechen, denn heute am Sonntag soll es um 12 Uhr Mittag geben und jetzt ist 12. Nur wenn wir jetzt noch unseren Essensspruch fragen. Die Damen möchten am Sonntag früher nach Hause gehen aus der Küche.